Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2018. Wir haben in der letzten Folge hier unsere Felder geerntet. Jetzt müssen wir noch sollten hier noch die Ballen machen mit Maschinen. Ich hoffe, dass der Schlepper das noch durchhält. Die können wir bald ernten. Das dauert alles noch ein bisschen. Okay. Aber hier können wir zumindest die Ballen pressen. Ich sollte mal eine Geschwindigkeit höher drehen. So, wie schaut es hier aus? Da wird gerade Kohl geerntet. Der ist am Kultivieren. Okay. Das dauert noch 14 Tage. Oh, die sind erntereif. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die zwei hier bald fertig sind. Dann machen wir hier den noch. Mit Maschinen, sobald sie zur Verfügung stehen, jetzt. Dann haben wir nämlich zumindest die Ballen schon mal. Da müssen wir mal gucken. 17 Tage, 26, 33. Weil die Ballen können wir dann nachher ganz gut auch per Hand einsammeln. Das geht eigentlich ganz gut. Schulung beendet. Schulung über die Antragstellung für Zuschüsse. Gut. 16 Tage. Dann können wir hier mal ernten lassen. Na, der Torben. So, und gleichzeitig mal den Schlepper in Reparatur geben. Reparieren kann ich nicht, aber Wartung kann ich machen. Das ist ja schon mal etwas. 396 Kohl geerntet, das ist gut. Dann darfst du hier Ballen sammeln. Meine liebe Laura. Der ist noch dran. Ja, dann können wir den hier bald wieder umgraben lassen. 15 von 15. Dann müssen wir ja mal schnell verkaufen. 10 von 30. 16 von 30. 5 von 6. 6 von 6. Kommt eine weg. Ja, und dann können wir mal gucken, was wir hier verkaufen können, ne? Kürbis ist preislich nicht gerade auf der Höhe. 19. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Kohl können wir verkaufen. Bringt aber nicht viel, muss ich feststellen. Tomate. Buchweizen. Ist eher niedrig im Moment, ne? Da warten wir auch noch. Müssen wir nicht verkaufen. Lassen wir deswegen auch. So, gelber Käse. Da kann noch was warten. Der ist gar nicht so schlecht. Wolle ist auch ganz gut. Der ist eher im Keller. Die geht. Ja. Könnte höher sein. So. Ah, der geht gerade hoch. Aber ist immer noch nicht da, wo er sein könnte. Deswegen warten wir da mal. Ja, Kohl lohnt sich nicht, habe ich gemerkt.
Bodenqualität ist gut, dann können wir hier eigentlich einsäen, ne? Machen wir wieder Kürbis. Der Olaf. Bitte. So, es regnet. Ganz ordentlich sogar. Züchte dreimal Kühe. Oh, war das eine Aufgabe? Gut. Ja, dann können wir hier bald mal erweitern. Ach ja, mal Gras. Stimmt, das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, gemacht. Das Grasfeld. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Da brauchen wir noch ein bisschen. 6 von 6, da können wir auch eine verkaufen. Ja, da brauchen wir das nötige Kleingeld für die nötigen Maschine, für die nötige Maschinerie, ne? Der Ladewagen fehlt uns, glaube ich. Und ein funktionierender Trecker. So. 8 Tage. 17 Tage. Bitte Ballen reinholen. Liebe Laura. Sie dürfen. Weil der Torben ist hier noch am Ernten. Und braucht auch noch ein Weilchen. Der ist hier am Pflanzen. Ich hoffe ja, dass der bald fertig wird. Weil wir brauchen dich dann bald hier für die Ernte, mein Lieber, ne? Was können wir denn schulen? Ja, da haben wir noch nicht ganz so viel abbezahlt. Schulungen. So, Finanzschulung. Optimierung der Kosten. Senkt die Rechnungen um 7%. Wir finden 20% günstigere Arbeiter. Schaltet Stufe 3 der Gebäude für Kühe frei. Senkt den Preis für Boden um 10%. Oh, das klingt gut. Verkaufsschulung 1. Machen wir. Und es ist mal wieder am Regnen. Was ein Wetter, was ein Wetter. Ja, ist die Frage, ob wir nicht bald noch einen besseren Trecker brauchen. Weil der hält ja nicht so lange durch hier, ne? Immer. Ah, jetzt geht gerade erstmal ordentlich Geld wieder flöten. Müssen wir gerade mal gegensteuern. Ah, das sieht doch gut aus. Tomaten, sehr schön. Buchweizen. Können wir auch mal verkaufen. Nur die Bienen behalten wir. Ziegenkäse, das sieht auch nicht verkehrt aus. Gelber Käse hat sich auch wieder ein bisschen berappelt. Der nicht. Die auch nicht. Die sieht gut aus. Ja, und der ist auch nicht so verkehrt. 63.000 haben wir wieder. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. 5 von 6. 14 von 30. 16 von 30. 5 von 6. Okay. Der ist noch am Reparieren. Ah, da ist... Okay, dann kann hier der... Der... Olaf... das Ganze mal ernten.
Ja, da ist. Du bist gerade zur Hälfte fertig. Überleg gerade immer noch einen einstellen. Können wir noch einen einstellen? Anstellen. So, wir bräuchten noch jemanden, der auch Maschinen fahren kann. Ach so, den Torben. Ach so, wir können. Wir brauchen mehr. Wir brauchen ein Mitarbeitergebäude. Gut. Gebäude für feste Angestellte. Oder nehmen wir da Saisonarbeiter? Nehmen wir vielleicht ein Saisonarbeitergebäude? Machen wir das mal. Dann können wir nämlich zumindest noch einen Saisonarbeiter einstellen, der hier dann den Trecker fährt und das Feld da erntet. Vorausgesetzt, das Ganze hier wird irgendwann mal gebaut. Meine lieben Bauunternehmer, bitte kommt mal schnell, wir haben es eilig. Zieht mal eben das Gebäude da hoch. Fertig sind, ist der wahrscheinlich auch fertig, oder? Ja, hat sich ein bisschen gebessert. Ah, so anstellen, wunderbar. Saisonarbeiter, ist das egal, wen wir dann nehmen? Dann nehmen wir die Manuela. Das Fräulein Schulte. So, können wir hier ernten? Ernte mit Maschinen. Unsere Saisonarbeiter können nicht Trecker fahren. Okay. Aber sie können hier umgraben. Da wächst keiner mehr, ne? Nee. Da wächst keiner mehr. Arbeiten. So. So hatte ich das eigentlich nicht gedacht, aber anders geht's gerade nicht. So, wir können mal gucken, was wir verkauft kriegen. Tomaten, die sehen gut aus. Rote Paprika sieht auch gut aus. Lupinen. Können wir mal 5.000 verkaufen. Weizen behalten wir. Ziegenkäse ist preislich auch gut. Ja, der ist okay. Die ist nicht okay. Können wir auch noch einige Zeit lagern. Die können wir verkaufen. Der lohnt sich auf jeden Fall. Der ist nicht lange haltbar, ne? Das ist mein Problem. So. Jetzt überlege ich gerade, dann könnte der Torben, nicht der Torben, der Olaf hier wieder arbeiten. So, dann kann die gute Laura das dort übernehmen. Während er hier noch seine Paprika in die Tomaten pflückt. Aber bis die hier fällig sind, sollte er dann auch soweit fit sein. Oder fertig sein. Ah ne, jetzt ist das fällig. Wie lange brauchst du noch? Oh ja, müsste aber klappen. Müsste passen. Beendet Verkaufsschulung, sehr gut. Können wir noch eine neue Schulung starten?
Verkaufsschulung 2, sehr gut. Pilze auf deinem Feld. Auswählen gegen Pilze. Machst du das bitte? Der ist ja eh noch am Pflücken. Braucht noch ein bisschen, aber bald ist er fertig. Dafür kann der hier schon mal gegen die Pilze das einsprühen, ne? Ist ja auch kein Fehler, ne? Was erledigt ist, ist erledigt. Ja, jetzt haben wir einen Saisonarbeiter. Okay, fertig geerntet mit den Tomaten, das ist gut. Dann können wir jetzt nämlich das Feld hier ernten. Mit Maschinen, so, ran geht's. Und dann ist auch das bald fällig und dann können wir hier auch bald ernten. Ja, dann muss der Schlepper das noch mitmachen, ne? Haben wir noch wieder das Thema Ladewagen und Stellfläche. Den können wir nirgends hin umparken, ne? Okay. Größe M. Größe M. Da müsst ihr doch noch reinpassen. Warum passt der da nicht? Ach so, weil da nur drei reinpassen. Das wäre ein Grund. Ich guck gerade mal. Für mittelgroß, für drei. Aber kostet nur 20.000. Und die 35. Sind 15.000 weniger, ne? Ich mach die da mal. So. Eine kleine Garage. Okay, Unkraut. Kaufen wir. Derweil kannst du hier schon mal das machen. Und die Laura, ah, das ist jetzt auch Ernte für reif. Jetzt müssen wir aber trotzdem erst noch, sobald er da fertig ist. Gegen Dings spritzen. So, gegen Unkraut. Läuft. Und dann können wir das hier ernten. Und dann können wir das da noch einsammeln. Ja, spritzt du das da gerade mal? Eine kleine Garage soll man nochmal bauen. So viele Geräte haben wir doch gar nicht dafür. Wie viel kriegen wir dann? 700. Vergiss es. Dafür stelle ich mir doch jetzt nicht noch eine kleine Garage dahin. Bin ich denn bescheuert? So, dann können wir das jetzt noch ernten. Hallo? Keine Maschine verfügbar? Weil? Geht doch. Geht doch. So. Ja, da können wir noch ein bisschen warten.
Da können wir auch noch ein bisschen warten. Aber insgesamt schaut das eigentlich ganz gut aus. Muss ich sagen. So, die können wir verkaufen. Das behalten wir, den verkaufen wir. Die behalten wir. Können wir noch ein paar Tage behalten. Den verkaufen wir. Also die Käsereien machen ganz ordentlich Geld. Das muss man denen lassen. Ja, das können wir auch ernten. Genau, dann können wir den hier nämlich umparken. In die mittlere Garage. Der ist auch den können wir auch in die mittlere Garage umparken. Und der ist den können wir ebenfalls in die mittlere Garage umparken. So. Und jetzt können wir das hier mit Maschinen mähen. Während die Laura das dann hier schon mal einsammeln darf. Macht. Ne, du nicht. Du machst das. So. Die andere darf dann hier nämlich das machen. Dass es da weitergeht. Und wir können uns derweil mal einen Ladewagen kaufen. Den braucht man nämlich auch. 16.000 kostet der neu. Oh, das geht. Parkplatz 1. Verkaufsschulung beendet. Das klingt doch gut. Können wir noch eine machen? Haben wir denn Geld? 38.000, ja. Vorbeugung, machen wir das mal. Vorbeugung gegen Pilze. Ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten Trecker kaufe. Wir haben Ende des Monats. Da warten wir nochmal, bis der Monat durch ist. Und kaufen dann gegebenenfalls. Weil, ja, ich muss erstmal gucken, wie viel Geld wir übrig haben, ne? Noch einen Kredit aufnehmen will ich nicht. Deswegen warten wir da. Weil wenn wir da zwei Schlepper haben, dann... Ah, das war die Mähmaschine. Blöd finde ich, dass ich das nicht komplett reparieren kann. Ich weiß nicht warum. Also warum ich das blöd finde, weiß ich schon, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht reparieren kann. So, genau. Und das Heu können wir dann nämlich schön verkaufen. Wie sieht das hier aus? Du bist fleißig am Arbeiten, das ist gut. Die brauchen noch ein paar Tage. Hier können wir dann wieder Gurken anpflanzen. Hm. 30.8. Der Monatsende ist noch nicht durch. Das Monatsende ist noch nicht durch. Oh, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Die Butter, ja, verkaufen wir auch mal. Die Milch behalten wir natürlich. Hm. Behalten wir nochmal. So, der ist fertig, das ist gut. 31.8. des Monats A jetzt. Bernhard würde gerne eine Schulung mit Verarbeitung machen, okay?
Bist du das? Ich muss hier gerade mal mit Maschinen, dass das da vorangeht. So, wo bist denn du? Wendling. Wo ist denn Madame Bernhard? Da, Erna. Okay. So. Das läuft. 22.000 haben wir jetzt noch. Der Trecker ist teurer, oder? Weil wenn, dann würde ich ja den blauen nehmen. In der Hoffnung, dass der haltbarer ist. Ja, der ist ein bisschen teurer. Ach, dann können wir bald auch mal mit Obstbau anfangen. Sehr schön. Und Mais. Maisgebiss können wir auch kaufen. Schön. Dann können wir auch mal in die, uns in die Richtung fort... ja. Vergrößern. Erweitern. Machen wir. 1.10. Warten wir noch. So. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Geld. Bist du fertig? Cool. Dann können wir nämlich jetzt noch hier die Ballen pressen. Und anschließend kann ich dich hier eigentlich warten? Ja. Das machen wir mal. Du brauchst noch nicht. Du brauchst auch noch nicht. Und die Ballen können wir dann mit dem Wagen hier sammeln. Geht schneller. Kühe. Können wir eine verkaufen? Können wir auch eine verkaufen? So. Ja, vielleicht können wir uns bald die Metzgerei leisten. Wäre schön. Aber erst brauchen wir noch das große Kühlhaus dafür, ne? Ja. Das wächst wieder, sehr schön. Jetzt brauche ich im Moment natürlich dann eigentlich auch keinen zweiten Schlepper, ne? Eher dann zum Frühjahr hin. Da könnten wir dann mal drüber nachdenken. Da sind es noch 11 Tage, 48. Und wie ich sehe, ist die Zeit schon lange, lange wieder um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann langsam aber sicher in den Herbst gehen und mal schauen, dass wir dann bei Gelegenheit doch auch mal auf ja, meistens so umstellen können, ne? Oder erweitern können. Nicht umstellen, aber erweitern. Wir haben ja jetzt Platz, wir können neue Felder anlegen und die ganze Heugeschichte können wir dann auch hier verkaufen, ne? Gibt ja auch wieder gut Geld. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.